Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir befinden uns hier weit über Diamond City. Jedenfalls befinden wir uns hier auf einem Ort, haben wir letzte Folge gestoppt und haben hier lauter Supermutanten umgebracht. Die meinten, sie sind ganz böse und wollen uns Schaden zufügen und sonst irgendwas. Und jetzt begeben wir uns ab Richtung Freedom Trail. Folge dem Freedom Trail. Das ist unsere, also Freedom Trail, weißt du? Trail ist so ein Weg oder keine Ahnung was. Und Freiheit, Freedom, easy. Da wollen wir hin, denn wir wollen natürlich irgendwie ein bisschen Freiheit erlangen und sonst irgendwas. Und hoffen, ich wette, guckt, da seht ihr noch einige tote Supermutanten, die wir letzte Folge getötet haben. Wie der da, der war ganz ungezogen und der da und die haben hier überall so Fleischsäcke gehungen und da liegt ein toter Hund, okay. Ja, da liegt wirklich ein toter Hund, aber der, okay, egal. Wir gehen jetzt ab zum Freedom Trail, der sich da hinten hoffentlich irgendwo befindet. Und ich will aber nicht währenddessen irgendwie angegriffen werden oder so. Wir müssen gucken, dass wir den richtigen Weg nehmen. Weil Diamond City ist so schön verhakt. Kann man es verhakt nennen? Nee, verzweigt! Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Verzweigt. Ich glaube, wir laufen gerade völlig falsch. Wir waren gerade hier und jetzt sind wir da oben, aber wir müssen da runter. Ha. Oh, das hört sich... Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr schön aus. Boston Common. Hey, schön. Swan's Teich. What the... Alter, oh, oh. Übertreibt halt. Da ist es sehr radioaktiv. Okay, dann gehen wir mal hier so einen Weg rundherum. Ich will jetzt auch nicht... Gut. Gut, okay. Ich weiß jetzt nicht, wer da lebt, aber der Kerl, der hat's drauf. Und warte mal. Guckt euch mal das Symbol an von diesem Teich. Das ist ein Tentakel-Ding. Also da will ich auf jeden Fall nicht rein. Da gehen wir irgendwann anders hin. Das macht mir jetzt schon Angst. Folge weiter dem Freedom Trail, okay? Und wo ist der Freedom Trail jetzt? Der Weg zur Freiheit. Folge weiter dem Freedom Trail. Und wo lang, meine Freunde? Sagt das die Karte? Hallo! Na, Mister? Wer sind Sie denn? Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail und die Geschichte des Boston Common. Ich interessiere mich für die Geschichte dieses Ortes. Begeben wir uns einige hundert Jahre zurück ins Jahr 1775. Seit 7 Jahren leben tausende britische Soldaten auf diesem Boden in ihren geordneten Zeltreihen, angeführt von General Thomas Gage, wollen sie der Welle der Revolution Einhalt gebieten, die Nacht des 17. April. Die Offiziere sind versammelt, General Gage. Vor 4 Tagen erhielt ich Nachricht vom Earl of Dartmouth. Wir haben unsere Befehle. Lieutenant Colonel Smith. Versammeln Sie 21 Kompanien unserer besten Männer und führen Sie sie in aller Eile und Heimlichkeit nach Concord. Dort werden Sie jegliche Artillerie, Munition, Vorräte, Zelte, Handfeuerwaffen und Lager einnehmen und zerstören. Was ist mit den Kolonisten, General? Sorgen Sie dafür, dass die Soldaten keine Einwohner ausplündern oder Privatgelände betreten. Aber wir können und müssen sie schwächen. Also marschierte Colonel Smith gegen Mitternacht mit 700. Rotrücken los, um in der Schlacht von Lexington und Concord auf tapfere amerikanische Patrioten zu treffen. Und so begann der Unabhängigkeitskrieg. Setzen Sie den Weg durch die Geschichte unserer großartigen Stadt fort. Cool. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Ja, ich würde gerne noch was wissen über Freedom Trail, aber das ist echt cool, dass wir so eine kleine Geschichtsstunde machen. Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden roten Pfad durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church. Das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr.
Okay. Ich find's cool, wie der Roboter redet, dass der immer so ein paar Wörter eingesprochen redet. Also so komisch und andere wieder normal. Jetzt ist die Frage, wenn das hier der Freedom Trail ist. Ist das jetzt der Freedom? Was steht hier? Journeys and Follow Freedom's Lantern. Okay, das willkommen, ist. Hier steht Patriot The Freedom Trail. Aber ich glaube gar nicht, dass das der Freedom Trail ist. Park Street Station. Pfadfinder. Haben wir gerade eine Abzeichnung bekommen. Auszeichnung bekommen. Ist das jetzt der Freedom Trail? Das sieht nicht so nach Freedom Trail aus, gell? Wollen wir da wirklich rein? Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall an einem. Oh. An einem historischen Ort und wenn man dieser Straße folgt, kommt man an anderen historischen Orten hinauf. Was ist denn das? Warte mal, gucken wir jetzt mal auf die Karte. Welchen historischen Ort haben wir denn gerade? Das ist nicht historisch. Was ist das hier? Das sieht sehr nach Raidern da hinten aus. Ah, hi. Entschuldigung? Bitte. Ich hab solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Ja? Natürlich. Bitteschön. Oh, danke. Danke. Okay. War nett, dir zu helfen. Stay back. Warum steht hier Stay back? Vielleicht ist das dieser Teich da vorne. Oh, guck mal. Coca-Cola? Oh. Schönes Bild. Aber was... das ist der Freedom Trail. Das ist das Ding, was ich gesucht habe. Roter Pfad. Freedom Trail, Freedom Trail. Düp, 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 Freedom Trail. So, die Frage ist, wo führt uns das Ding hin? Laufen wir, ist es der richtige Weg, dass wir da loslaufen? Ja, ich glaube schon. Let's see, da geht er hier lang. Massachusetts State House. Okay, cool. Cool, das ist also das Massachusetts State House. Da können wir auch noch irgendwann rein. Oh, jetzt ist die Frage, warte mal. Hä, hier war das? Der Freedom Trail? Da. So, folgen wir dem Freedom Trail. Du, hier lang. Uiuiui, hier ist aber... Old... Wow, lag. Alter, Spule sind echt uncool. Hä? Wird der uns gerade dadurch angegriffen? Ja, du bleib weg! Du, falsche Taste. Hallo, Freundchen. Erstmal, ich leg mich nicht gern mit irgendwelchen... Hallo, mysteriöser Fremder. Ja, wir haben es auch schon so geschafft. Aber Dankeschön. Lieb, dass sie vorbeikam. Oh Gott, wir kriegen ja richtig viel, aufbereitetes Wasser. Fleisch von... Oh, ja, immer gebackenes Fleisch essen. Guck mal, wir machen unsere Machete von Blutes. Komm her. Ah. Zack. Sehr schön. Franklin. Und das war jetzt nochmal, das habe ich jetzt nicht gelesen, in den vielen Ghoulen. Da. Old Granary Burying Ground. Okay. Gott, wer ist denn das da? Ein Gunner. Tja. Hund, hey. Du bist voll in den Weg gelaufen. So. Cooler Ort. Packen wir mal die Waffe weg und folgen weiter dem Freedom Trail. So. Aber wo führt der... Ah, da ist es. Ja. Wow. What? Das Spiel mag, glaube ich, keine neuen Regionen laden. Kann das sein? Dafür gibt es keine... Jo. Wollen wir da reinrennen? So dass... Wo sind wir denn gerade? Hier waren wir doch schon mal. Hey, wir laufen doch jetzt in die falsche Richtung vom Freedom Trail, oder? Wir waren jetzt schon voll am Anfang. Okay, folgen wir einfach mal diesem Ort hier. Also der Freedom Trail ist doch jetzt da drunter, oder? Da ist er. Seht ihr das? Aber wo sind wir hier? Ist das nicht... Good Neighbor, da steht es doch sogar. Aber wo sind wir her? Warte mal, wir holen mal unser... Good Neighbor. Achso, ist Nachtsicht, deswegen ist er hässlich grün.
Da waren wir aber schon. Und warum führt da der Freedom Trail hin? Was macht denn der Freedom Trail bei Good Neighbor? Finde ich immer ganz komisch. Einfach. Der führt bei Good Neighbor vorbei. Ah, nee, da. Was ist das? Können wir es lesen? Old State House. Built in 1730, the Old State House is the oldest public building in Boston. During the years before the Revolutionary War, this building was a hotbed. I don't know what a hotbed is. For the ideas and ideals that would result in revolution. It was here that John Adams said the child independence was born. In 1770, right outside its doors, the Boston Massacre, das haben wir in der Schule gelernt, took place, cool, was man das weiß, where five American colonists died in sitting, okay, Mann, ich geh lauter weiter nicht, rage against the British occupation. The Old State House was the, das ist so schwer zu lesen wegen diesem komischen Licht. The Old State House was the seat of Massachusetts government until the new State House was constructed in 1798. Okay, und the new State House ist das, wo wir vorhin vorbeigelaufen bin. Das hier, das Massachusetts State House. Okay, und du Hund da vorne. Bevor du uns jetzt gleich irgendwie Stress machst. Ja, leg dich doch die lieber gleich ab. Ha. Nach unseren vielen Vorfällen von diesem plötzlichen Sterben habe ich auf einmal diesen Schnellspeichertick. Das ist vielleicht nicht so geil. Eigentlich genau aus diesen Gründen. Weil immer sowas passieren kann in Fallout. Man weiß nie wann, aber wenn sowas, wenn hier mal irgendwo eine Mine rumliegt, dann ist man halt direkt am Arsch. Mittlerweile halten wir zwar viel aus durch unsere geile Rüstung. Aber das war... Warte mal, jetzt müssen wir dem Freedom Trail ja folgen. Der geht hier, also das ist schon richtig, okay. Gut, 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 ich will nur nichts falsch. Wo ist denn der? Wo ist denn jetzt der Freedom... Der war da. Ich hoffe, der kommt da hinten wieder raus. Ah, ist der rein? Okay. Mann, ist das gemein, wie die den so vergraben. Irgendwelche Monster. Nee, waren wir hier schon mal? Hier ist doch dann das... Ja, hier ist doch dann... Old Corner Bookstore. Da ist der Freedom Trail. Seht ihr ihn? Der ist tot. Haben wir den umgebracht oder lag der schon da? Oh, oh Gott. Digga, du hast mich erschreckt. Damn. Ghule sind nie cool. Zack. Zack. Uah. Der hat... Den haben wir gar nicht getötet. Der hat ja noch Zeug rumliegen. Oh Gott, was steht hier? The Old Corner Bookstore. Old Corner Bookstore. The Old Corner Bookstore was originally built as an... Machen wir Waffe packen? Apothecary? Was ist denn das? After the devastating great fire. Oh Gott. Was hier für lauter historische Momente hier erwähnt werden. Ist ja cool. Oh Gott. Was habt ihr denn gegen mich, ganz ehrlich? Was habe ich euch getan? Oh Gott. Genau, und wegen solchen Momenten schnell speichern, damit ich jetzt ein Stimpack nehmen kann. Wo ist der kleine Wichser hin? Warum nennen mich alle Raider immer Wichser? Was habe ich denn getan? Ich mach doch gerade eine Geschichtsstunde, Leute. Das ist echt uncool, wenn ihr ein... Oh, aua. Autsch. Sag mal, habe ich eigentlich auch noch Granaten ausgerüstet? Sag mal, wollt ihr das wirklich? Habe ich noch Splittergranaten? Nee, ich habe... Oh, das. Oh, shit. Das ist eine richtig geile Idee gewesen. Jetzt gebt euch das mal. Oh, Alter!
Nein, das Ziel befindet sich außerhalb der Reichweite der Artillerie. Kann ich mal aufhören, auf mich zu... Das ist so nervig mit ihren Granaten. Habe ich denn auch... Ich habe einen Molotow-Cocktail. Oh. Alter. Wie viele Granaten habt ihr denn? Alter! Ey, das ist langsam echt uncool. Vor allem, ich verbrauche hier meine ganzen Stimpacks für euch. Und ihr kommt einfach mit so einer Ey, das ist, kann jetzt nicht wahr sein. Hört ihr mal auf! Noch eine Granate! Alter! Ich hoffe, ihr brennt alle schön. Oh, Mann! Oh, Granaten sind so gemein! Granaten und Minen und Raketenwerfer und Mini-Atombomben sind so der Hauptgrund, warum ich verrecken gehe. Toll. Geil. Komm schon. Warum habe ich da eigentlich das letzte Mal schnell gespeichert? Die andere Ecke war doch ganz okay. Da ich verrenne. Ey, wie viele Stimpacks habe ich denn, dass ich da... Ey, das ist aber gemein, oder? Ich hab eine richtig gute Idee. Dann müsst ihr jetzt mir kurz vertrauen. Ja! Mann, bin ich gut! Damn. Raider können es nicht mit mir aufnehmen. Hoffe ich doch. Sollten sie jedenfalls nicht. Ich hoffe nur, dass hier drin nicht irgendwelche Monster... Oh Gott. Ich will nicht wieder raus. Aber ich will auch nicht hier drin... Was zum... Das Licht hier drin ist ja lustig. Das ist der Old... Damn, dieses Licht hier drin ist echt lustig. Wie viel Platz haben wir denn im Inventar? Nicht so, dass ich alles einstecken kann, okay. Merke ich mir das und stecke nicht alles ein. Was ist denn... Oh, eine Nuka-Cola... Warum nehme ich Schraubenzieher mit? Seife! Hm. Damn, das Licht hier drin ist echt nice. Nice. Ist da... Oh, ich dachte, das wäre so ein... Warte mal, wir können ja Bücher, die noch nicht abgegeben sind, eigentlich aufsammeln und dann abgeben. Dann kriegen wir dafür Marken und können dafür uns, Aha, das Licht hier drin. Warum ist das Licht hier drin so schön? Warum ist nicht überall das Licht so schön? Überall sind diese... Wer kommt auf die Idee, seine US-Flagge in einem Dreieck einzudingsen? Also, so ein Flaggengröße wird doch viel mehr Sinn machen als ein Dreieck. Meint ihr nicht? Hm. Egal. Wir gehen jetzt... Oh Gott, ich will da gar nicht raus, wenn ich ehrlich bin. Da sind doch alle Raider. Wirklich alle. Ich hätte vielleicht erstmal eine Molotow ausrüsten sollen, dann kann ich nämlich jetzt gleich einen werfen. Habe ich aber natürlich nicht getan. Weil ich bin. Ah, Mist. Okay, rüsten wir den jetzt draußen aus. Oh Gott, ich hoffe, die sind nicht hier vorgerückt, weil wenn die jetzt mir zu nahe sind, obwohl, dann kann ich vielleicht abmacheten. Ja, abmacheten. Das ist ein neuer Ausdruck. So, schauen wir mal nach. Molotow-Cocktails. Jetzt seid ihr auf einmal gar nicht mehr auf Beef aus. Ihr seid ja geil. Das nenne ich einen Raider-Clan. Das nenne ich einen toten Raider. Zack. MG-Geschützturm Stufe 1. Tja, erbärmlich. Oh, warum rennst du weg? Du wirst mich finden. Oh, das will ich sehen. Obwohl, komm, lass mal. Zack. Und ihr wollt es wirklich mit mir aufnehmen. Ihr seid so süß. Und ihr habt alle schon Schaden genommen von mir. Ich will gar nicht zu euch eigentlich. Ich will nur euch töten.
Das war's auch schon. Ich glaube. Du willst auch noch? Okay. Dann darf es jetzt gewesen sein, weil ich so nett bin. Außer da vorne. Nein, ich folge dem Freedom Tray. Ah, da waren wir doch auch schon. Was machen wir denn hier? Ich wusste doch, ich habe gerade wen gehört. Oh, da. Oh! Da! Oh! Alter! Digga! Ich hab's zwar mit Hunden, aber nicht mit Riesen. Oh Gott! Alter, bist du ein Viech! Alter, sind das Gegner! Wow, wo kommst du denn her, Alter? Nein, der hat eine Miniaturbombe! Oh, rennt! Wo ist der? Oh, gut, er ist tot. Oh, shit. Alter. Oh. Huh. Nee. Ey, das war voll die Granate auf Granate, gell? Uff. Alter. Tut mir leid, Hund. Nukleares Material. Achso, das war der mit der. Ja, okay, krieg schon. Stimmt, ey. Jetzt haben wir. Mir fällt gerade auf, dass wir vergessen haben, das Ding fertig zu lesen. Da hinten. Vor der Bibliothek. Nicht Bibliothek, vor dem Old Bookstore. Genau, Bookstore hieß das Ding. So, komm her. Ah! Oh, komm her. Oh, ist dein Kopf verkrüppelt vielleicht? Das würde mir ja total leid tun. Verstanden, das war Ironie. Oh Gott. Oh Gott. Ein Lasergewehr. Warte mal, das ist ein Supermutanten-Biest auch noch. Oh Gott. Wie viele, ich würde gerne mal wissen, wie viele Stimpaks wir denn schon verdattelt haben. Das interessiert mich mal. Oh Gott, ich wette, wir haben nämlich voll weniger. Ich schätze 30. Wo ist es? S. 38, fast. Dann gehen wir mal unsere Waffen durch, weil ich weiß schon nicht mehr, wo welche Waffe ist. 4, nein. Oh, das ist eine gute Waffe. Oh. Wo seid ihr denn jetzt? Da ist das Biest. Oh, danke für deine Aufmerksamkeit. Ah, oh, hier ist sogar der Freedom Trail. Dann laufen wir doch einfach mal hier lang. Was ist das? Entsperren. Ja. Hey. Hallo, Raider? Was? Wo komme ich denn heute überall vorbei? Ich hatte gerade voll den Spaß. Was ist hier los? Ich wollte. Hallo, bleib weg! Alter! Ich bin doch nur dem Freedom Trail nachgelaufen. Ich weiß echt nicht, was ihr alle für Probleme habt, gell? Jetzt mal. Alter, was drücke ich? Ich will. Was mache ich denn für Tasten drücken? Dankeschön. Und jetzt. Oh, so, haben wir es doch. Du. Stirb. Mann. Du auch. Alter, hör auf, mich aufzuschlitzen. Das ist uncool, das macht man nicht mit Fremden. Alter! Ich kann keinen Raketenwerfer plus mit mir rumschleppen. Die sollen mal alle runterkommen. Ey. Gott. Kann das überhaupt Schaden machen, so einem Geschützturm?
Damn, nicer Shot. So, das heißt, wir gehen weiter Richtung Freedom Trail. Oh, noch mehr. Jemand da? Komm her. Und komm, ich krieg dich. Ah! Schreck. Nein! Wir das? Warum haben wir gerade einen Molotow geworfen? Habe ich Molotow geklickt? Ich könnte schwören, ich habe keinen Molotow geklickt. Und doch, könnte doch sein. Fällt mir gerade auf. Oh, das war's jetzt? Wo ist der Freedom Trail hin? Da. Nee. Da. Kommen wir doch wieder an dem vorbei hier. Der hat ein paar Probleme. Komm schon, zeigst du uns? Komm, zeig dich doch uns. Ist da unser Hund? Egal. Freedom Trail, Freedom Trail. Oh Gott, wo geht's jetzt lang? Da. Hoppala. Hoppala, das war unschön. Das ist unschön. Weil, man kann, ich finde es ja cool, dass man Open World spielen, das hat mittlerweile, dass es, wenn man von Region zu Region läuft, dass es dann nicht laden muss, sondern dass das Spiel einfach so nebenbei macht. Nur leider ist das halt nicht immer so geil. Es ist schon gut, aber da bin ich lieber 20 Minuten in dem Loadscreen. War da hinten? Oh Gott, ich habe schon Halluzination. Das Geräusch da. Was das? Wo kommen die denn alle her? Das frage ich mich echt. Das ist, Gott, oh Gott. Wo ist der jetzt hingerannt? Zack, diese Waffe ist einfach nur geil. Zeig dich uns, komm her. Ah! Nein, das Auto explodiert! Schnell weg! Schnell weg! Ich will nicht, dass das Auto explodiert. So wie das brennt. So, Freedom Trail, Freedom Trail. Alterle. Ich hab gewusst, dass das Auto explodiert. Zack! Ey, hallo, mysteriöser Fremder, was geht? Voll in den Arsch. Geil. Mutanten und Fleisch kann ich jetzt nicht gebrauchen. Old North Church, die übrigens von Supermutanten besetzt wird. Ich glaube, da müssen wir sogar einmal reinigen irgendwann. So, was wir aber jetzt machen werden, wir werden in diesen Freedom Trail Markierungstunnel gehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend. Das machen wir nämlich erst nächste Folge. Ich bedanke mich aber bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann checken wir das da unten ab. Ich bin gespannt, was da unten auf uns wartet und inwiefern die Mission Freedom Trail weitergeht. Wir haben heute eine kleine Geschichtsstunde gemacht mit Supermutanten am Ende. Haben aber nicht alles gelesen, was wir gesehen haben. Und es war halt auch teilweise schwer zu lesen, weil die Schatten von dem Metall und dann auch das Licht, das war echt nicht so geil. Aber wir haben es geschafft, etwas zu lesen. So, was hast du denn da? Oh, ein Baseballschläger, dankeschön! Soll ich den werfen? Fuck, jetzt habe ich ihn aufgenommen. Hey. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's dir? Kannst du Tricks? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja! Was ein Killer! Woo! Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut. Euer Days, haut rein. Tschüss.